Tag Leute, willkommen zum zweiten Spiel von Pro. Gut. Das ist nicht dein Ernst, oder? Also, nee. Einfach nee. Einfach nee. Was soll die Kacke? Das frage ich mich bei dir gerade auch an. Aber ist gut. Ist kein Problem. Was? Hilfe. Ich kann das nie so recht einschätzen, wie. Also noch nicht. Nie. Ich werde das nie einschätzen können, Leute. Es tut mir leid. Ich kann das nicht einschätzen, wie stark. Wie laut das jetzt im Video ist und wie laut meine Stimme ist und wie laut die Welt ist. Aber ich werde es einfach mal so lassen. I've reload. Look. Nein. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wir haben das erste Spiel gegen Red Deer verloren. Und jetzt, falls wir nicht im Viertelfinale starten wollen, müssen wir jetzt hier einen Sieg einfahren eigentlich. Denn ansonsten wird das knapp, das Viertelfinale zu umgehen. Amadio, komm jetzt. Hier. Ja, dann halt nicht. Kannst doch lassen. Das war ja ein wirklich sehr bescheidener erster Shift. Schade. Ich dachte, ich komme nochmal in die Scheibe. Da ist leider nichts draus geworden. Also beenden wir das Ganze lieber und lassen die anderen mal hier arbeiten. Verity zum Beispiel, der sitzt da gerade immer noch auf der Bank. Der sitzt immer noch auf der Bande, möchte irgendwie rein, aber ich möchte ihn keiner reinlassen. Ah, Verity. Herzlichen Glückwunsch, du durftest rein. Dein Auswechselspieler. Auf der Gegenseite sitzt Patrick. Auch der wartet auf einen Kollegen. Bekommt aber keinen. Schade, Patrick, schade. So, und Smith hat ihn. Jake Smith. Sehr schön. Die 23. Das ist der Gegner mit der 23. Das ist, denke ich mal, unser Abschussziel, ne? Also, die Leute mit der gleichen Nummer. Wenn der mir meine Nummer klaut, das ist echt nicht normal. Das muss man einfach mal so sagen. So, der Michael Schumacher. Ach, das ist lustig. Der Name ist cool. Ich mag den. Michael Schumacher. In den Rum. Haaland. Ja, aber ich habe nicht so viel Hoffnung gegen Brandon, bin ich ganz ehrlich. Denn Brandon ist ja schon eine Hausnummer, ne? Mal so ganz vorsichtig ausgedrückt. Ah, wir dürfen wieder drauf. Amadio. Wir fahren sie ihn. Und wer ist der letzte? Wie heißt der links außen? Wie heißt du? Santos. Wie kann ich dich vergessen? Santos FC. Santos. Hier gib her. Her mit der Scheibe. Und jetzt irgendwie irgendwo irgendwann. So nicht. Shit. So, dann fahre ich mal hier wieder zurück. Hol mir die Scheibe. Sehr schön. Nicht sehr schön. Ich dachte schon, ich könnte sehr schön sagen, aber das war dann doch nicht der Fall letztendlich. Wheaton verarscht mich. So eine Kacke. Ich hoffe, den kriegt jetzt einer. Wheaton ist auch noch mein Gegenspieler hier. Du Penner. Oh, Santos. Kannst du nicht gescheit einen Pass spielen? Mann, und jetzt kriegt er dafür auch noch Abzüge, weil der so ein Kacke zusammenspielt. Na gut, momentan noch nicht. Ah. Mann, ey. Nach dem ersten Drittel irgendwie noch nicht so sonderlich viel zusammengekommen. Hier, jetzt vielleicht. Nein. Oh Mann, so eine Kacke. Der hätte ja schon irgendwie reingemusst, wenn man mal so ganz ehrlich ist, ne? Denn das war bisher von uns die beste Möglichkeit.
Also nicht nur von unserem Spieler hier, dem Rainer, sondern auch von unserem gesamten Team, möchte man sagen, nicht? Und man kennt mich ja, Scheißdreck. Schießendreck. Ah, Mann. Komm, jetzt komm. Den habe ich jetzt aber nicht angefordert. Dafür darf der Trainer mir jetzt keine Abzüge geben, weil der so eine Kacke da zusammenspielt. So, Bruce. Gib doch mal her. Bruce. Jetzt. Ah, Santos. Santos. Papierni. Papierni. Das war's für unser erstes Shift, würde ich sagen. Nein, wir dürfen noch. Was ist denn mit dem Trainer los? Vertraut ihr den anderen Spieler nicht mehr, oder was? Ah, jetzt dürfen wir plötzlich raus. Alles klar. Okay. Tschüss. Oh, nur C im Angriff. Ja gut, wir haben noch nichts gemacht im Angriff, ne? Aber B in der Verteidigung. Wir sind auch mehr in der Verteidigung als im Angriff momentan. Ich hoffe nicht, dass sich das irgendwann rächt. Und wir verlieren. Aber wir dürfen schon wieder raus. Kann das sein? Nee, das ist ein anderer Spieler, der da auf meinem Schoß sitzt. Da sitzt jemand auf meinem Schoß. Verity sitzt auf meinem Schoß. Wie süß. Knuddeli, knuddeli. Was macht der denn da? Kann er sich nicht einen eigenen Platz suchen? Jetzt mal ganz ohne Witz. Ah, geht doch, Verity. Hat mir noch mal schön mit dem Kufen ins Gesicht gehauen. Aber macht nichts. Macht nichts. Läuft so. Schöner Pass, Verity. Oh. Wir merken schon, dass wir den Brandon Wheat Kings einfach nicht gewachsen sind, denn das ist schon eine Hausnummer. Haben ja die WHL gewonnen, denn die Red Deer Rebels und die Brandon Wheat Kings kommen ja aus der WHL, aber die Red Deer Rebels sind ja Gastgeber der diesjährigen Finals hier um den Memorial Cup. Und demnach ist zu schließen, dass Brandon die WHL gewonnen hat. Wir gelten ja als Gewinner der OHL. Also angeblich haben wir gewonnen, aber das Benutzerteam muss ja gewinnen, denn ich meine, die müssen ja irgendwie mitspielen, ne? Jetzt Santos! Sonst kann man ja nicht im Memorial Cup starten, wenn das Team gar nicht im Memorial Cup antritt. Das war scheiße gemacht. Da fahre ich irgendwie... Ich sollte mal abspielen, was? Amadio, Shoemaker, Smith, Santos. Komm, Santos. Ah, Mann. So ein Müll. So, Thompson, Duke. Das zweite Drittel ist schon wieder vorbei und ist schon wieder nur Scheiße zusammengespielt. Nein. Jetzt bloß nicht noch ein Tor ab, kurz vorm Ende. Leute. Also. B Verteidigung, B minus Teamplay, C Angriff. Das sagt alles aus, ne? Ich glaube, mehr müssen wir nicht wissen. Aber naja. Diesmal bekommen wir keinen Konterangriff hin. Aber wir kommen an die... Leute. Wood. Sehr schöner Pass. Hier nach oben und ich verliere die Scheibe. Natürlich war klar. Warum sollte ich sie auch behalten? Ich meine, ist ja scheiße, ne? Wäre langweilig, wenn ich sie behalten würde. Könnte EA mich ja nicht verarschen. Also, her mit der Scheibe. Ja, ist okay, ist okay. Macht nichts. Passt schon. Amadio. Amadio. Ja, schön gemacht. Das haben wir nochmal Glück gehabt. Es kann nicht wahr sein, Leute. Santos wird aggressiv. Macht jetzt hier leider... Produziert das Abseits, aber naja. Drei Schüsse unsererseits. 31 Minuten Eiszeit. Aber noch kein Tor rausgekommen. Das ist nicht gut. Wirklich nicht. Nein. Ganz besonders für einen Scharfschützen. In der ersten Reihe. Das ist nicht gut. Smith. Halt den fest, Junge.
Und wir dürfen immer noch spielen. Ich meine, die Hälfte des dritten Drittels ist schon fast vorbei. Und wir spielen in Echtzeit 1 Minute und 3 Sekunden. Ich meine, in Echtzeit ist das schon... Echtzeit ist schon krass viel. Nein! Warum nimmt er den denn nicht mit? Ist der dumm? Also, mein Spieler meine ich jetzt, ne? Ist klar, oder? Ah, schade. Okay, wir sollen raus. Gut, machen wir. Schlechte Kommunikation. Ach, komm jetzt. Meine Fresse. Schlechte Kommunikation. Das gilt auch noch als Angriff. Mangelnde Offensive. Ja. Kann man wohl so sagen, mangelnde Offensive. Also was wir offensiv heute leisten, das ist wirklich gar nichts. Das ist ganz, ganz miserabel. Ganz, ganz miserabel. Bruce, du versperrst mir die Sicht, Kollege. Setz dich, danke. Clutch Time. Oh, ich habe auf Englisch gestellt. Das tut mir jetzt aber leid. Was? Das steht doch alles auf Deutsch. Schlechte Kommunikation. Also ist es Deutsch. Warum der das dann jetzt auf Englisch anzeigt, weiß ich nicht. Aber naja, auf jeden Fall heißt es, wir müssen Tore schießen. So. Und das hört sich recht einfach an. Ist aber gar nicht so einfach umzusetzen heute. Denn, wie man sehen kann, es steht immer noch 0 zu 0. Kein Team hat verdammt nochmal es geschafft, irgendwie ein Tor zu schießen. Das muss ja schon mal was heißen, ne? Auch Brandon schafft es nicht, bei uns einen reinzusetzen, den ihn... Oh. Uiuiui, da macht der Thompson sich fast selber einen rein. Da hat der Papierni aber echt schon geschwitzt, obwohl er nichts... Na gut, eigentlich schwitzt er so schon genug unter seinem Zeug. Dinin kommt hier ins Replay. Und komm, jetzt machen wir ihn rein. 4 Minuten haben wir noch. Die nutzen wir jetzt und bringen die Scheibe im Tor unter. Bitte, danke. McCauley. Das ist der 23er. Das ist der Typ mit meiner Nummer. Bei Brandon. Wie gesagt, den will ich... Irgendwie. Ah, Thompson. Der hat sich gerade fest selber einen reingehauen. Die dürfen ja aber nicht Klatschtime machen, ne? Nix da mit Tori, Tori, Balla, Balla. So, jetzt. 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 Am Tor vorbeigeschossen. Ah, Mann. Santos. Und dann nimmt er nicht den Pass an, der Verteidiger. Kommt jetzt, Leute, kommt jetzt. Irgendwie mal so ein bisschen jetzt konzentrieren hier. Da, Amadio, warum gibst du mir denn die Scheibe zurück? Habe ich das gewollt? Ich habe das nicht gewollt. Jetzt, in die Mitte. Ja, da kann ich leider nichts machen, das tut mir leid. Amadio hätte ihn ja auch mal ins Drittel bringen können. Immer muss ich den ins Drittel tragen. Ich bin doch kein Babysitter. Babytrager, alles klar. Läuft, läuft. Ich darf weiterspielen, sehr schön. 9 Sekunden noch. Jetzt ist gerade noch genug Zeit, um rüber zu rasen und den Puck im Tor unterzubringen. Ja, jetzt nicht mehr. Boah, bist du blond, ey. Kollege, was für ein Intelligenzbolzen war das denn? Warum fährt er denn nicht einfach ins Drittel rein? Es sind noch 9 Sekunden und der bremst erstmal ab. Komm. Lassen wir uns Zeit. Wir haben ja genug davon, ne? Oh. Könnte ich Krise kriegen. Wir haben A-Minus in Verteidigung. Jetzt wird's ernst. Holen wir uns den Sieg. Ja, würde ich ja gerne. Das sagst du so einfach, Trainer. Also. Der Trainer möchte gewinnen. Wollen wir das mal versuchen? Provorov. Jetzt. Oh. Nein. Und es gibt fortlaufende Overtime. Das könnte spannend werden. Das könnte spannend werden heute. Also, ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. Denn das dürfte... Das könnte lange dauern. Wenn man bedenkt, wie viele Tore wir bisher geschossen haben, dann... Ja. Ne? Holt euch schon mal was zu essen. Ein bisschen Popcorn. Wir sind hier noch ein paar Stunden. Nein! Wir hatten gerade die Stunden, um
mehrere Stunden verkürzen können, indem wir einfach hier ein Tor machen. Ich glaube, ich soll wechseln. Nein, ich soll doch nicht wechseln. Die wechseln doch nicht. Have a look, Queen Will. Aber die sollen die nicht verkürzen, bitte. Bitte, bitte nicht. Dann war die ganze Arbeit für die Katz. Und total umsonst. Nebenbei auch noch. Aber das sagt das ja schon. Eigentlich schon Wood. Schön gemacht. Fällt mir, ich weiß nicht, ob ich wechseln soll. Ich lasse es einfach mal. Wood. Brauchst mir die Scheibe nicht geben. Ist kein Problem. Jetzt komme ich leider nicht mehr rein. Kannst du mal reinfahren? Dankeschön. Wood! Jetzt hat er eine Möglichkeit sogar. Macht aber nichts draus. Santos. Santos! Schade. Ich glaube, jetzt ist unser Shift erstmal vorbei. Unser Shift ist nicht vorbei. Was ist mit dem Trainer falsch? Lässt uns einfach mal so 10 Minuten am Stück durchspielen. Ist kein Problem. Machen wir. Jetzt kommt Santos. Hier. Jetzt! Der ist drin! Genial! Sieg gegen Brandon in der Overtime. Sehr schön gemacht, muss man wirklich sagen. Und da bebt das Stadion. Also auch kein Wunder, ey. In der Overtime schlagen wir die Weed Kings mit 1:0. Was ein Spiel. Genau ein Tor. Da ist nochmal das Tor. Komm, nochmal angucken. Heiliger. Und Papierny schmeißt sich danach hin. Kann nicht mehr. B-Minus haben wir jetzt im Angriff. Dank unserem Tor. Verteidigung A, insgesamt B. Das geht ja, ne? Ist jetzt halb so wild, würde ich sagen. Als Angreifer bei Angriff B-Minus zu haben, ist zwar irgendwie nicht so glanzvoll, aber naja. Puckkontrolle, Abzüge. Ansonsten viel Plus. Ist doch schon mal schön, oder? Und die drei Stars. Spieler des Spiels. Diese Computergesichter sehen zwar immer scheiße aus, aber gut. Das war bei NHL 16 auch nicht besser, also. Ne, passt. Reiner Wahnsinn. Also, das nächste Spiel dann gegen die Roy Noranda Huskies. Frühestens als 72. und spätestens als 104. Alles klar, wir sind auf jeden Fall Top-Favorit für den Draft. Um uns kloppen uns alle. Kloppen sich alle. Alle wollen uns haben, ich merk's. Ist okay. Kann man machen, ne? Kann man nochmal klatschen. Kann man nochmal aufhören zu klatschen. So. Aber mit einem Sieg und einer Niederlage sind wir doch gar nicht mal so schlecht dabei jetzt, oder? Auf dem Weg zum Memorial Cup. Dritter. Na gut, die Brandon Wheat Kings konnten wir jetzt nicht überholen, leider. Auch trotz unserem Sieg gegen sie. Wo stehen denn da? Stehen die Tore. Brandon hat 3 Tore und 3 Gegentore. Wir haben 1 Tor und 2 Gegentore. Na gut, das heißt natürlich, dass wir hinter Brandon sind. Trotz der gleichen Punktzahl. Jetzt das letzte Spiel gegen die Roy Noranda Huskies müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Also, da ist ein Sieg Pflicht. Egal, was passiert. Und ich hoffe, dass wir den auch einfahren können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht gegen die Roy Noranda Huskies. Bis dahin.